Willkommen zu einer weiteren Runde Detroit Become Human. Nachdem wir letztes Mal die zwei Polizisten verschont haben und gesagt haben, keine Gewalt, also Gewalt erzeugt Gegengewalt und diplomatisch waren, friedlich waren und einfach nur eine Botschaft versendet haben, haben die Medien ja über uns berichtet, dass es ja Terrorismus ist und ist in dem Spiel sehr verstörend irgendwie, dass die eine Seite der anderen ständig was vorwirft und wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich vermute mal, dass es bestimmt, ich weiß es nicht, aber mit Kara weitergeht, dass die jetzt nachts rüber muss, über den Fluss nach Kanada, dass sie abhauen können. Ja, oder es geht mit Connor weiter, der dann ermittelt, was da passiert ist. Lass uns mal überraschen. Ah, es geht mit Connor weiter. Warum immer feindselig? Ich verstehe es gar nicht, ey. Letztes Mal, als ich abgeschaltet wurde, hat er noch mich in den Arm gehalten und war total ergriffen, dass ich gestorben bin. Oder mich abgeschaltet habe. Verstehe ich nicht. Ich meine, okay, wir kommen in den Ermittlungen nicht weiter. Das kann ich ja noch verstehen, aber... Immer noch unsterblich, Connor, hä? Sozusagen. Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück. Alter. Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant. Kein Grund, emotional zu werden. Leck mich! Ja, das konnte ich ja nicht jetzt beeinflussen. Ich habe ein mieses Gefühl, Lieutenant. Wir sollten nicht hier sein. Mieses Gefühl, hä? Lass dein Programm überprüfen. Ist vielleicht defekt. Ja. Oh, das ist ja unsere Begrüßungs-Androidin. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Die ist auch mega hübsch. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Oh, eieiei. Okay. Da kann ich verstehen, dass er am Anfang zögerlich ist. Also, einen Androiden hätte ich auch gern. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Kamsky Elijah, Cyberlife-Gründer im Ruhestand seit 2028. Hier, der wird wahrscheinlich so auch nicht mehr aussehen, ne? Amanda. Professorin aus künstlicher Intelligenz an der Universität. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Ja. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Das war wirklich ein schickes Haus. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kamsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Ja, aber ich hoffe nüchtern und nicht wieder besoffen. Naja, setzen wir uns mal hin. Na. Ja. Setz dich nochmal hin da. Ja, war ungeduldig. Empfängt sie jetzt. Läuft er sogar barfuß rum?
Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Oh, der hat sogar seine Mädels hier im Pool. Die sehen alle aus wie seine Haushälterin. Oh, das sieht ja geil aus. Wow. Der sieht aber relativ jung noch aus. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er ein bisschen älter ist. So ist sein Lieblingsmodell, dass die alle so aussehen. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber... ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Guck da mal angefressen. Abweichler. Auch arrogant. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Etwas im Programm der Abweichler scheint Emotionen nachzubilden. Wir dachten, sie wüssten vielleicht, wie es dazu kommt. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Sehr interessant. Was möchtest du wirklich? Ich glaube, wir sind diejenigen, die die Fragen stellen. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Oh, was macht denn jetzt? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Krass. Das ist ja mal eine geile Zerstöre Idee. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen. Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Wir schießen. Scheiße!
Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Aber die Idee steckt, war schon sehr geil. Ich denke, er will dann erzählen. Ich stehe zu meinem Wort. Ja, stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Ich will wissen, wer RA9 ist. RA9. Der Ursprung. Der erste Android, der erwachte. Ein seltsames Phänomen, wie eine spontane Religion. Ich weiß nicht, wer RA9 ist. Ich weiß nicht mal, ob er existiert. Vielleicht ist er ein Messias. Vielleicht nur ein Mythos. Aber Abweichler müssen an etwas Übergeordnetes glauben, auch wenn das irrational ist. Das haben sie übrigens mit den Menschen gemeinsam. Eine interessante Frage, Connor. Aber vielleicht nicht die, die du stellen musstest. Verwirrend. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deinen Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Was ist schlimmer, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Ich finde das schon sehr interessant, dass er als Erfinder und Schöpfer von den Androiden das eigentlich so alles mit eingeplant hat. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Und das macht die Abweichler. Du hast sie erschossen, verdammt nochmal. Das war kein Mädchen, Lieutenant. Das war eine Maschine, die aussah wie eins. Du hast einfach abgedrückt und ihr das Scheißhirn weggepustet. Ich tat, was ich tun musste, um die Untersuchung voranzubringen. Und ich würde es wieder tun. Du bist Abschaum. Du fühlst gar nichts, oder? Eine Maschine, das bist du. Bloß eine beschissene Maschine. Ja, wie oft... Natürlich bin ich eine Maschine, Lieutenant. Was haben Sie denn angenommen? Ich dachte, du... Ich dachte... Er muss sich aber auch mal ein bisschen entscheiden, der Lieutenant, was er jetzt möchte. Scheiße. Möchte er jetzt an uns glauben oder nicht, oder... Lässt uns hier wieder im Regen stehen. Oh, den kann man es auch nicht recht machen. Schwieriger Charakter, würde ich sagen. Hank war enttäuscht von Connors Entscheidung. Hank ist nur enttäuscht von Connors Entscheidung. Entweder weil er ihn besoffen weckt oder weil er ihm die falsche Frage stellt, weil er hinter ihm hinterher geht. Hank kann man es nicht recht machen. Das ist einfach Fakt. So. Hier können wir wieder lesen, wir wollen aber nicht lesen. Gehen wir zum Rand. Das ist schon so ein bisschen Endzeitstimmung jetzt, finde ich. Mich gefragt, wo du bist. Oh, jetzt sind wir noch befreundet. Letztes Mal war ihr das scheißegal. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Die Frage ist nur, wie es weitergehen soll. Du wirkst nachdenklich. Genau. Ich dachte darüber nach, was wir jetzt tun sollen. Und alles führt uns zu einer Konfrontation. Vielleicht werden die Menschen uns doch noch zuhören. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien.
Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Komm, optimistisch. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Komm, wir erzählen die Wahrheit. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Okay. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Sind wir mal verständnisvoll. Wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ach, alles klar, das ist die... Okay. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Oder ist sie es doch nicht? Weil die andere war ja lesbisch, ne? Ja. Ja, schon sehr interessant, die ganze Geschichte dahinter. Ich finde es auch interessant, dass die Androiden untereinander Wertigkeiten austauschen. Ich war nur eine Prostituierte. Ich habe einen alten Mann gepflegt, also. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Okay. Versammel deine Leute, wandel weitere Androiden. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Du bist frei. Geh zur Straße. Du bist jetzt wach. Blockiere die Straße. Ah, na endlich. Ich warte hier schon 10 Minuten. Du bist jetzt frei. Das. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Du bleibst... Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Okay, ich dachte schon, das wäre der Vater von der Alice.
Blockade. Hier können wir noch einen überzeugen. Du bist frei. Hier sind auch noch zwei. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Dass er die Macht hatte irgendwie, ne? So. Versammel deine Leute, wandel weiter und blockiere die Straße. Okay. Ich muss die Straße blockieren. Hier, die können natürlich über Datenübertragung das Ganze ganz schnell umsetzen. Versammel deine Leute, wandel weiter an und öffne den Kanaldeckel. Welchen Kanaldeckel soll ich denn öffnen? Ist ja hier nur der ein... Oder ist es kein Kanaldeckel? Ach, da hinten ist der Kanaldeckel. Klar, deswegen muss er ja da die Sperre aufstellen. Hier ist er. Oh, es sieht so aus, als wenn die alle, als wenn die demonstrieren wollen. Wandel weitere Androiden um. Das hat schon ein bisschen was Göttliches irgendwie so. Oh, jetzt kommen die Cyberlife-Androiden wieder. Noch mehr. Super. Der Android spielt schon wieder verrückt. Das ist doch mal eine Botschaft. Ich hoffe, wir kommen damit weiter.
Sofort auseinander! Das ist ein Befehl! Ich hoffe, er schießt nicht. Vorrücken. Er muss wissen, wenn er eine erschießt, dass alle kommen. Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich lass weiß nicht. Uns Hunderte? Frei. Tausende? Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter. Wir sind lebendig. Das weiß ich doch nicht. Dass so gut ausgeht, ich glaub's ja nicht. Oh Gott, ey. Das sieht echt übel aus. Ich vermute mal, die werden nicht friedlich mit uns umgehen. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Stellung halten, zerstreuen. Ich gehe mal auf zerstreuen. Nee, komm. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Auseinander! Das ist eure letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Stellung halten. Wir bleiben stehen. Was machst du? Sie werden uns töten! Opfern. Ich denke mal auch die öffentliche Meinung, das war halt wichtig. John? Wir haben das Richtige damit bewirkt, dass die Öffentlichkeit merkt, wie man mit uns umgeht. Dass wir einfach als Androiden erschossen werden. Mensch, ich rede ja schon so, als wäre ich einer von denen. Boah, krass. Ich hoffe ja, dass die Medien jetzt vernünftig berichten.
Rede mit Amanda. Die ist ja auch immer wieder woanders. Letztes Mal war sie im Boot. Na, diesmal ist sie hinten auf der Insel. Nee, die steht auf dem Eis. Alles klar. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich habe bei Kamsky nichts erfahren. Ich dachte, RA-9 wäre der Schlüssel zu allem, aber ich lag falsch. Warum hat Kamsky Cyberlife verlassen? Was ist passiert? Das ist lange her, Connor. Es betrifft deine Untersuchung nicht. Na, das ist aber auch nicht ehrlich. Ich bin nicht einzigartig, nicht wahr? Wie viele Connors gibt es? Diese Frage hat wohl kaum etwas mit der Untersuchung zu tun. Hey, klar. Sie haben mir nicht alles gesagt, was Sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Was? Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Zweifel oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Ja. Auch wenn das nicht gut ist für mich. Ich hatte Gedanken, die nicht Teil meines Programms sind. Ich muss in Betracht ziehen, dass ich gefährdet sein könnte. Du wurdest mit schwierigen Situationen konfrontiert. Natürlich beunruhigt das. Das macht dich doch nicht zum Abweichler. Ja, der hat's aber nochmal sehr neutral reagiert. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben's nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Scheiße, naja, aber wir konnten hier wirklich keine Ergebnisse liefern, muss man ja mal sagen. Hank, was machst du denn? Etwas, das ich schon längst hätte tun sollen. Na, hör zu, denk ein paar Tage drüber nach. Lass dir Zeit. Ich hab genug darüber nachgedacht. Ich hab die Schnauze voll von dem Scheiß. Ich hält hier gar nichts mehr. Nicht der Fall. Nicht mein Partner. Ich gehöre hier nicht mehr her. Mensch, der war ja mal richtig menschlich. Jetzt kommt der FBI-Typ. Halten wir Perkins mal auf, ne? Ach, gehen wir mal in die Asservatenkammer.
Ich habe Befehle, weißt du? Okay. Er haut ab, haltet ihn! Oh! Das nenne ich doch mal eine Ablenkung. In die Asservatenkammer. Ja, aber wo ist die? Ich vermute mal, müssen wir hier lang. Nee, doch nicht. Meeting Room. Ja, wo ist denn diese beschissene Asservatenkammer? Hier nur irgendwo sein. Ach. Da ist der Captain. Warum finden wir denn, geht in die Asservatenkammer, warum finden wir denn hier keinen Hinweis? Irgendwas, was gelb ist oder so. Wer soll ich denn jetzt wissen, ohne Hinweis, wo die Asservatenkammer ist? Also, ist doch Schwachsinn. Noch keiner von mir verlangt. Minuten und 24 haben wir noch. Okay. Ah, alles klar, dann müsste es hier sein. So, da hätte man nochmal einen kleinen Hinweis geben können. Hey, Connor. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Ich werde noch die Beweise in meinem Besitz erfassen. Aber keine Sorge. Ich bin sofort weg. Unser spezielles Verhältnis wird mir aber fehlen. Du verdammter Scheißkerl! Alter, was für ein Wichser. Na dann los. Beeil dich mal ein bisschen. Wichser. Scheiß Androiden. Mann, Mann, Mann. Er soll uns nicht aufhalten. Gehen wir jetzt runter und untersuchen das alles. Das sieht doch auch geil aus, ey. Das könnt ihr mir zu Hause auch vorstellen. So eine graue Wand und dann so schöne Streifen, die so leuchten an der Seite, so LEDs. Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Hanks Sohn. Absurd. Käme ihm nicht in den Sinn. Ich muss wie Hank denken. Lächerlich. Okay. Niemand würde so ein Passwort wählen. Ja, woher soll ich das denn wissen? Das passt nicht zu Hank. Bleibt mir nur eins über. Ha! Ne, 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 scheiß Passwort. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Die Zeit läuft. Ich muss... Rupert! Der Android mit den Vögeln.
Die beiden Tracys aus dem Eden Club. Wollten sie auch nach Jericho? Wussten sie, wie sie es finden? Für Reaktivierung benötigt. Erforderlich. Hier, das haut auch nicht hin. Hier 7 erforderlich, okay. Ja. Keine Übereinstimmung. Unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Marcus, wo versteckst du dich? Okay. Tagebuch. Ruberts Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Okay. Biocom, Reaktivierung unmöglich. Hat E150, warte mal. Ich hoffe, dass wir das Puzzle irgendwie so ein bisschen lösen können. Ja, hier können wir es einsetzen. Lass es gehen. Kannst du mich hören? Dein Tagebuch, Rupert. Es ist verschlüsselt. Ich muss wissen, was drin steht. Ah. Super. Können wir das Tagebuch schon mal nehmen? Schlüssel abgeschlossen. Sehr gut. Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Oh nee, ne? Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Oh, jetzt müssen wir reagieren. Wir dürfen das nicht verkacken jetzt hier. Sehr gut. Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell!
Krass, hätte ich nicht mit gerechnet. Wie das aufgebaut ist, ne? Als wenn sich so ein neurales Netz entwickelt. Okay, machen wir mal weiter. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Ja, hast recht. Ich dachte, dass sie noch ein bisschen Smalltalk machen im Auto, aber... Sitze finde ich geil, dass die sich so drehen. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Oh. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir in Richtung Jericho kommen. Ich dachte, dass wir nach Kanada rüberfahren. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Na, das ist echt lieb. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Ja, dann müssen wir mal schauen. Gehen wir, Alice. Wir müssen einen Bus kriegen. Orte Jericho. Doch keinen Hinweis oder so. Okay, woher soll sie den auch haben, ne? Ah, da ist der große Dampfer, alles klar. Das ist der Jericho. Ein Containerschiff, würde ich sagen, ne? Ja, unser Polizist wird zum Abweichler. Führen doch nochmal alle Charaktere zusammen irgendwie. So, die da hinten packen, können ja keine normalen Menschen sein, das werden ja wohl die von Jericho sein. Ach du Scheiße. Ah ne, doch nicht. Die gucken gerade Fernsehen. Ich habe eben gedacht, da ist schon die Polizei vor Ort. Einen warmen Ort für Alice. Ah, da hinten ist Feuer.
Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden. Ja, hier wird's warm. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Oh Mann, ey. Die Arme. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden auf der anderen Seite der Stadt. Wir gehen, sobald wir Pässe haben. Kommst du zurecht? Ach, er sucht Marcus, wir suchen Marcus. Das ist interessant. Mein Schöpfer hat Rechte, also ich muss mich irgendwann entscheiden. Aber war es nicht sogar so? Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. War es nicht sogar so, dass Marcus angeschossen wurde? Sie suchte aber auch Marcus. Also unten ist er nicht, der muss ja hier oben irgendwo sein. Wenn er wieder repariert wurde. Ach, da ist er doch. Ich habe ihn zuerst gefunden. Bist du Marcus? Ich habe ein Mädchen dabei. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Das ist in Ordnung. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Ist mir egal, ob sie Mensch oder Android ist. Sie ist jemand, der mir wichtig ist. Das ist dieselbe menschliche Komponente, die er ja auch verfolgt. Ja. So, kehre zurück zu Alice. Das Gute ist ja, dass wir sie unten irgendwo in einer warmen Tonne abgesetzt haben. Dann werden wir sie wohl schnell finden.
krass. Das ist quasi eine Kopie von ihr. Du wolltest eine Tochter. Ihr brauchtet einander zum Überleben. Ach, Alice ist auch ein Android? Und welchen Unterschied macht es schon? Okay. Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Vielleicht ist das die Bedeutung von Leben. Zu vergessen, wer wir sind, um dann zu werden, was jemand braucht. Ich bin ja ein bisschen verwirrt. Sie liebt dich. Sie liebt dich mehr als alles auf der Welt. Sie wurde die Tochter, die du wolltest. Aus Liebe zu dir. Aber wie kommt das denn, dass... sich nicht gesehen habe, dass sie ein Android ist? Oder ist das nur... quasi... Das ist die Original-Alice, ja genau. Das andere ist doch nur eine Androidin, ne? Oder ist ja auch ein Android. Das wird sich jetzt ja aufklären. Kara, stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Alter, der ist aber auch echt fett am Schneiden, ne? Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir waren doch schon sehr ruhig. Was sollen wir denn machen? Uns ducken, damit wir überleben? Wir wollen nur frei sein. Ist das ein Verbrechen? Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Nichts als Gejammer. Was hast du denn schon getan, Josh? Ich hab wenigstens gekämpft. Und wenn ich sterbe, sterbe ich frei. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Genau. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Da gebe ich ihm recht. Im Verborgenen bleiben. Wir werden uns hier verstecken. Und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, kämpfen wir weiter. Wir können uns nicht ewig in Jericho verstecken. Wir müssen das Massaker jetzt stoppen, sonst sind wir die Nächsten. Solange wir am Leben sind, können wir auch etwas verändern. Marcus hat recht. Im Moment können wir nichts tun. Ich bin nun mal gespannt. Connor ist ja auch hier auf dem Schiff. Ob der uns auch entdeckt. Komm, traurig. Ist es das, wovon wir geträumt haben? Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben.
schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Ist natürlich jetzt eine scheiß Situation. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Weil, wenn wir kämpfen, ist Mist. Wenn wir diplomatisch sind, ist Mist. Im Grunde genommen stecken wir echt tief in der Scheiße. Was ist morgen passiert? Du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Er ist jetzt so ein bisschen Angst vor Gefühlen, habe ich das Gefühl. Also, gerade als, ach komm, wir küssen sie mal. Als Androide. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Das nenne ich mal Liebesbeziehung. Bin mal gespannt, ob jetzt bald Connor wieder um die Ecke kommt. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich entscheiden. Da ist er. Gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Krass. Halte Marcus auf, jetzt muss ich gegen meine eigenen Charaktere kämpfen. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Ja, du kannst mich erschießen. Aber das ändert gar nichts. Jemand anders tritt an meinen Platz. Weißt du, unser Volk erwacht gerade. Und nichts kann uns mehr aufhalten. Du kommst jetzt mit! Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Nichts sagen. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Hätte auch schon langsam eine Softwareinstabilität. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. So, und jetzt kommt's. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Netter Versuch. Doch ich bin kein Abweichler. Mal gucken, wer gewinnt. Er hat uns ja theoretisch jetzt verraten. Jetzt haben wir auch keine Chance mehr. Schnell, wir müssen hier verschwinden. Na los, 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 los!
Krass, was für ein Finale. Das haben wir auch geschafft. So, laufen wir hier lang. Die Tür! Schnell! Hier lang! Da drüben! Sie kommen von allen Seiten. Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht. Wir wurden getrennt. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Krasse Situation. Sie hat es auch erwischt. Rette unser Volk, Marcus. Ah, das war zu spät, oder? Bestätige wird gemacht. Oh, wir haben nochmal Glück gehabt. Mann. Komm rein hier. Scheiße. Ich lese die Buchstaben immer zu spät. Bist du okay, Kara? Aber wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Wir können nicht hier bleiben. Nicht schießen! Ich bin auf Ihrer Seite. Bei uns? Ist ein Mensch? Natürlich! Sieht man das denn nicht? DPD, ich arbeite mit Lieutenant Hank Anderson. Überwachungsarbeit. Hätte ich Sie erwartet, hätte ich Donuts mitgebracht. Du hast Glück gehabt. Noch eine Sekunde und ich hätte geschossen. Geh lieber wieder an Deck und lass uns unseren Job machen. Ganz genau. Das ist genau, was ich tun werde. Gut reagiert.
Hallo? Bitte tötet uns nicht! Los! Tut uns nichts! Wir haben nichts getan! Marcus, du hast uns gerettet. Weg hier! Schnell! Mann, das war aber knapp, ey, dafür, dass wir uns eingesetzt haben. Komm, schneller, schneller, wir haben keine Zeit. Ja gut. Weg hier! Zu den anderen! Ich nehme einen anderen Weg. Wir müssen ja in den Keller, ne? Eingreif, komm. Schnell, hier lang. Such North, ich komme nach. Ein Ausgang. Geschafft, Alice. Ja, gut. Scheiße, hätten wir uns tot stellen sollen. Angreif. Nein! Nein, bitte tut ihr nichts! Noch so ein Trick von der Sorte und ich knall euch beide an. Na los, geht zu den anderen. Alter. Oh Mann, ich weiß nicht, ob wir da wieder falsch reagiert haben. Okay, aber du hast ja viele Möglichkeiten in dem Spiel. Meine Mission ist, dich auszuschalten und ich erfülle immer meine Mission. Er wird zum Terminator, echt. Das ist unglaublich. Und meine Mission ist, unser Volk zu retten. Es kann wohl nur einer von uns Erfolg haben. Das stimmt allerdings. Wir sehen uns wieder, Marcus. Es ist nicht vorbei. Was? Marcus! Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Gucken, ob wir entkommen, ob wir es schaffen. Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Ja. Das hätten wir nicht mehr geschafft, auch wenn es weh tut. Heftig, heftig. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren.
An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Wow. Jetzt weiß gar nicht, was mit Alice ist. Ist ja sehr interessant, also. Die ganzen Verknüpfungen, die sich jetzt neu erstellen. Mark ist mit seinen Leuten geflohen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke ganz klar und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr merkt ja, mich nimmt die Story ganz schön mit. Also, schon heftig. Dann vielen Dank fürs Zuschauen.